Willkommen zurück zum Let's Play Bioshock Infinite Part 3 mit dem Spoonie und ich möchte vorweg noch gern mal was sagen. Mir ist was aufgefallen, ich muss ein bisschen enthusiastischer rangehen und das will ich euch heute ein bisschen, na, sagen wir mal, hören, kommen lassen, wie auch immer. Noch eine Sache, mir sind ein paar Sachen schiefgelaufen mit der Aufnahme vom Part 3. Ich wollte eigentlich mit Webcam machen und sonstigen Sachen. Ist leider nicht so gelaufen, wie ich es eigentlich haben wollte. Die Webcam, also eher gesagt, das Programm ist abgeschmiert, wie auch immer, ich kenne mich da nicht so mit aus. Auf jeden Fall werde ich das jetzt erstmal... Uch, was möchtest du von mir? Vielen Dank. Werde ich das jetzt erstmal alles ohne Webcam machen, bis das irgendwann mal funktioniert, dann werden wir mal schauen, wie wir das machen. So, so viel kann ich verraten, es ist nicht viel passiert in der Zwischenzeit, wo dieser Fehler war. Ich habe eine Waffe bekommen, ein paar Leute abgemetzelt, ja, das Übliche halt. Okay. Was ich noch verändert habe, ich habe die Grafik noch ein bisschen runtergestellt, weil für mich persönlich, ihr seht es vielleicht nicht, aber die Framerate war für mich nicht so rauschend, sage ich mal. Ja, deswegen habe ich das mal ein bisschen niedriger gestellt, aber ich finde, eigentlich sieht es noch ziemlich anschaubar aus, oder? Ja, okay. So, was mir jetzt noch fehlt, was ich immer noch nicht rausbekommen habe, wie bekomme ich in diesem Spiel Leben? Wie geht das? Wie soll das funktionieren? Ich bin kläglich dran gescheitert. Sogar im dritten Part, den ich vorher hatte, der dann leider, wie gesagt, zu Bruch gegangen ist. Ich habe des Öfteren mein Leben durch die Leichen bekommen, aber ich meine, es muss doch eine Taste geben, womit ich mir Leben geben kann. Ehrlich, muss es doch. Wenn ihr es wisst, es wäre wirklich sehr nett, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Ich werde mir die auf jeden Fall durchlesen. Jedes einzelne Kommentar lese ich mir durch. Oh, was machst du hier im Busch? Du hier ein Camper? Natürlich werde ich mir jeden eurer Kommentare durchlesen. Und hoffentlich, wenn ihr Fragen habt, natürlich auch zurückschreiben. Ihr könnt mir gerne auch auf Twitter schreiben, wie gesagt, Twitter ist immer eine schöne Plattform für mich selbst und ja, ich weiß nicht, ob ihr Twitter auch benutzt. Vielen Dank. Also so weiß ich schon mal, dass ich Leben bekomme, aber ich würde es ja jetzt nicht mal kaufen. Deswegen, es wäre schön, wenn ich das im Kampf machen könnte. Oh je. Oh, es wäre schön, wenn ich ein bisschen treffen könnte. Aber das wird schon noch. Stirb, du kleiner. Ja. Da guckst du, war, da guckst du. Oh. Oh mein Gott, ich bin tot. Ja, so kommt zum Leben. Ehe man sich versieht, ist man tot. Oh, ja. Das musste natürlich kommen. Ah, nee. Ja, Kevin, da hast du mal wieder ein bisschen zu große Fresse gehabt, würde ich sagen. Na gut. So, wer schlägt sie hier rum? Ich schläge hier rum. Oh. Ach, nicht du schon wieder. So, und da bist du ein bisschen... Ja, wie sagt man das eigentlich? Verzaubert, wie auch immer. Bang, bang, bang. Oh, die Musik ist ziemlich gruselig jetzt. Passiert hier irgendwas Böses? Oh, Mana. Vielen Dank. So, wir öffnen das Tor. Was ist bloß los? Oh. Ja, toll. Oh je, wer zum Teufel ist das bitte? Wow. What? Was geht hier ab? Oh. Heilige. Was ist mit dir los? Was ist mit ihm los? Wow. Eine Kraft, ein Filzkuss. Tja, man lebt noch einmal. Wow. So eine Flasche hätte ich auch gern. Oh mein... Wow. Oh mein Gott. Was ist das? Geh nach Monument Island und find das mit. Oh ja. Vielen Dank. Das war keine Frostprobe.
Wie kann ich das jetzt auswählen? Oh, okay. Irgendwie habe ich das jetzt gerade gemacht. Keine Ahnung wie, Leute. Keine Ahnung wie. Tastenspam hilft immer. Ah. Fuck. Oh, kann ich das kaputt machen? Oh, cool. Kann sogar kaputt schießen. Das ist immer ein Ding. Hey. Ich glaube, hier muss ich was hinmachen. Ja. Und es hat funktioniert. Mensch. Ist das nicht der Hammer? Ach, hier. Das gibt's ja auch noch. Na, schön ins Gesicht, du. Schön ins Gesicht. So. Oh, hier müssen wir kurz mal eine Sekunde anhalten. Sieht das nicht atemberaubend aus? Wow. Und ein Feuerwerk. Cool. Aus den Trailern habe ich ja schon mal gesehen, dass man an so Seilen lang, sage ich mal, lang schlittern kann, wie auch immer. Man kann sich da so ranhängen. Also darauf freue ich mich echt wirklich, wenn ich dorthin komme. Wow, brennt ja alles. Ha. Reich verlassen. Okay. Oh ja, sie haben meine Witterung aufgenommen. Wenn ich das Mädchen nicht bald finde, war dieser ganze Job umsonst. Mhm. Was soll umsonst gewesen sein, der Job? Warum, welcher Job? Wer bin ich? Wer bin ich überhaupt? Weiß nicht mal, was ich für einen Job habe. Wow. Silver Eagle? Oh. Silver Eagle sind also die Geldeinheiten, okay. Na gut. Was haben wir hier? Ach, schon wieder ein Kopfkino. Hoffentlich funktioniert das hier. Oh, das funktioniert. Na, dann werden wir uns das mal anschauen. Raum des Propheten wird endlich klar. Columbia beginnt seine Reise, um Amerikas Vision in die Welt zu setzen. Ende. Wow. Wow. Oh, ich glaube, das gucke ich mir gleich nach. Ah, Schatz. So, was haben wir hier? Ein bisschen Zeugs. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif? Jo. Ein Schild fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu. Und die Verteidigung zu verbessern, okay. Was war denn das? Oh. Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen hier mal einen Schnitt der ganzen Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Part. Reingehauen.